Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, Leute. Heute bewerten wir mal das Clanplot von der DEA, Leute. Das habt doch schon bewertet, ich weiß. Und der sagt, dieses Plot ist 16 Millionen wert, was in meinen Augen es einfach nicht wert ist. So, ich würde sagen, wir gucken uns jetzt erstmal das ganze Plot an. Hier geht einmal komplett um das ganze 16er Merch. Ein Run von Lord Varus. Das ist natürlich auch schon was wert, Leute. Aber wir kommen später zu meiner Analyse. Wir gucken uns jetzt erstmal an, was hier alles auf Bord ist. Eine Menge Beacons und eine Menge Spawner. Richtig viele Dracheneier. Viele Beacons, viele Dracheneier. Mhm. Also sehr schön gebaut auf jeden Fall. Digga, das fette Haus allein schon. Das gibt's ja nicht. Ja, das passt ja nicht mal auf den Thumbnail, doch. Jetzt. Digga, dieses Haus ist einfach viel zu fett. Natürlich hier noch überall Villager Spawner, wie es sich gehört, Leute. Die haben natürlich auch einiges investiert. Das ist natürlich auch mit einer der reichsten Clans auf City Build 5 oder allgemein, soweit ich weiß. Sind natürlich auch ganz schön viele Beacons verbaut. Ja, das ist eine ganz schöne Menge, viel mehr als wie bei mir. Boah, Alter, es laggt hier schon. Tut mir leid, falls es jetzt hier im Video laggt. Gut, dann gucken wir uns mal das Untergeschoss an. Zum Obergeschoss gab es ja nicht viel zu sagen. Ist einfach eine 10 von 10 ganz oben. Da kann man nicht viel zu sagen. Hier natürlich überall Standard Beacons. Endportal-Rahmen. Hier ist die Köpfe, wo die DA-Mitglieder platziert werden. Okay. Dann machen wir die Chunks auf. Ja, kommen wir auf 2 mit, wo wir anständige FPS-Zahlen haben. So, hier kommt, okay, Bio-Farm. Hier sind die Community-Farm. Und, ja, sind schon ein paar Spawner geplaced, würde ich sagen. Alter, es leckt trotzdem noch. Wie kann das sein, Digga? Jetzt habe ich mich verlaufen. Die haben natürlich von jedem Eck hier einen Spawner geplaced, was überhaupt nur geht. Finde ich natürlich gut, aber ehrlich, ich würde die ein bisschen automatisieren, dass die Leute wirklich anständig farmen können und nicht nur alles auf Reichtum ausgelegt. Hier fehlen zum Beispiel noch ein paar Beacons überall. Ein bisschen. Hier direkt. Okay, Slime-Blöcke. Hier kommen wir jetzt zum Deko-Bereich, denke ich mal. Also, wo die DA selber ein bisschen mehr Arbeit reingesteckt hat. Hier hinten ist ein ganzer Nether nachgebaut. Ach du Scheiße, hier ist die Füße. Ach, die haben immer die einzelnen Biome nachgebaut. Da finde ich aber gut gemacht. Kommst du nicht mehr weiter. Digga, es leckt halt wirklich trotzdem noch. Das ist einfach viel zu krank, dieses Plot. Digga, dieses Plot ist wirklich komplett heftig. Natürlich, wir berechnen später den kompletten Wert des Plots, Leute. So. Alter, es geht ja nochmal eine. Nee, ich dachte jetzt schon, es geht. Na, das geht ja nochmal tiefer. Na, das ist ja nochmal, was die haben ja jetzt nochmal einen ganzen Dschungel hingebaut. Ey, sag mir nicht, dass hier überall noch Blumen sind. Nee, Alter. Alter Schwede, das Plot ist schon heftig, Leute. So, wir müssen jetzt erstmal hier wieder den Ausgang finden. Also ich würde sagen, das ist auf jeden Fall eine 10 von 10. Und wenn Abge das sehen würde, würde er direkt sagen, es ist dupliziert. Aber wenn man sich in einer großen Gruppe zusammenschließt, ist es durchaus möglich. Aber für mich ist es nicht das wertvollste Plot auf Clove Games. Ich kenne nämlich ein Plot, was noch wertvoller ist. Wenn ihr wollt, dass ich euch das mal vorstelle, dann lasst einfach gerne mal ein Like da, abonniert mich. Und ja, Leute, dann gehen wir. Wir machen jetzt hier direkt per dieser. Ne, dann müssen wir zum zweiten. So. Und dann ist hier direkt das Haus wieder. Also, wir haben uns jetzt ein bisschen was angeschaut. Das ist natürlich auch alles ganz schön heftig, Leute, was sie hier zustande gekriegt haben. Aber von den Beacons her ist es gar nicht so teuer, weil ein Beacon kostet maximal 400. Und wenn du das in diesen Massen kaufst, gehe ich mal von 350 pro Beacon aus. Und die sind ganz schön im Preis gesunken. Du kriegst die teilweise schon für 350, wenn du richtig Dollar in Massen kaufst. Und ich denke mal, es werden so summarum um die 25.000 Beacons sein. Und natürlich die ganzen geplaceden Spawner. Es sind halt geplaced Spawner, die man nicht so gut nutzen kann. Aber für jeden von denen würde ich sagen, keine Ahnung, 5k gerechnet und so. Jetzt zählen wir mal durch. Ich schätze mal jetzt auch so um die 25, 30 Spawner. So, okay, Leute. Sagen wir 20.000 Beacons. Da muss ich mal eben schnell einen Taschenrechner ziehen, Leute. Das seht ihr jetzt mal nicht, wie ich das mache. Einen Taschenrechner. Also.
Wartet, ich ziehe erstmal eben auf meinen anderen Monitor. Natürlich mal wieder keine Arbeit in dem Video. Man kennt es, Digga. Man kennt es. So. So, Leute. Also, wir haben einmal 20.000 Beacons. So, rechnen wir mal 350. Kommen wir erstmal auf 7 Millionen, denn die ganzen Spawner, sagen wir einfach nochmal, plus, sagen wir einfach mal 300.000. ...7,3 Millionen. So, das 16er Merch, alles was er bezahlt hat. Ich schätze mal, man kommt hier auf einen Gesamtwert von... mit Bauen, einem drum und dran. Na gut, er hat jetzt nicht so viel bezahlt. Ist halt noch ein altes Merch, aber du kannst ja halt mittlerweile das selber merchen, deswegen hat es auch an Wert verloren. Oder ich glaube, du kannst es dir zur Zeit selber merchen. Also ich denke mal, du kommst summarum auf einen Wert von ungefähr 12 Millionen. Also das ist schon eine ordentliche Hausnummer, Leute. Aber ich kenne wirklich ein GS, was noch wertvoller ist als dieses. Und das gehört nämlich der Dream Army auf CityBit 4, Leute. Das kann, wenn ich, ihr wollt, dass ich euch das mal vorstelle, dann lasst gerne ein Like da. Schreibt mir gerne rein, wie euch dieses Video gefallen hat. Wenn ja, und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.